Ich bin hier nicht auf dem Wüstenplaneten Jakku. Ich fühle mich hier eher wie auf der Starkiller Base der Ersten Ordnung. Die Starkiller Base ist ein Schauplatz in der aktuellen Star Wars Episode Das Erwachen der Macht. Ich habe mir diesen Kinostreifen angeschaut. Stark fand ich die 3D-Animationen. Ich bin kein Fan der militärischen Kampfszenen in Star Wars. Doch eine Botschaft in diesem Film hat mir gefallen. Die Guten sind stärker als die Bösen. Die Kämpfer des Widerstands von der Seite des Lichts haben ihr Ziel erreicht. Sie haben ihre Verfolger ausgetrickst, die von der bösen Seite, die unter ihrem Anführer Snoke die Galaxis terrorisiert haben. Dieser Film hat für mich eine Message für unser Leben. Wenn wir uns auf die Seite des Guten stellen, dann bin ich überzeugt, werden wir am Ende Sieger sein. Und es geht meines Erachtens nicht zuerst um einen militärischen Kampf, sondern um den geistigen Kampf zwischen Gut und Böse. Und wir stellen uns zum Beispiel auf die Seite des Guten, wenn ich zum Beispiel sage zu meinem Gegner in einem Konflikt, ich will dich nicht bekämpfen, sondern suchen wir gemeinsam eine friedliche Lösung. Ich glaube, dass die gute Macht schon erwacht ist. Sie ist in dieser Welt, um uns zum Sieg zu führen. Wir müssen uns nur für sie entscheiden, uns auf ihre Seite stellen. Deshalb möchte ich zu dieser siegreichen Kraft sagen, ich sage ja zu dir. Sei in mir, sei in uns, du Licht, das alles Dunkel besiegt. Dann werden wir den Bösen überwältigen. Ich entscheide mich für dich. Du bist es, Jesus. Ich glaube, dass du die Macht bist, die erwacht ist. Thank you.